Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Ja, irgendwann mal musste der Tag hier kommen, wo YouTubeGamescom endlich 1080p in seinen Videos verwendet. Nun habe ich es endlich herausgefunden, es ist vorbei. Zurzeit habe ich meine Let's Plays immer in 480p aufgenommen und diesmal in 1080p, Leute. Und ich wollte euch mal meine Sony PlayStation 3 Freunde zeigen. So, wir fangen an. Und ich habe jetzt mal einen Nachrichteneingang, lange nicht mehr gecheckt, Leute. Und jetzt gucken wir mal, was YouTube Gamescom denn für Nachrichten bekommt. Der Spari Spieleinladung, das ist eigentlich immer normal. Hi, ich bin Hermann, hab deine Videos angeschaut. Zu PSN-Freundesliste kannst du mich auch adden. Brauch dringend, was kommt noch? Freunde in meiner Freundesliste. Genau, oder hallo. Habe mir viele Videos von dir angeschaut, Moin Clan, und wollte fragen, ob ich mit dir mal zocken dürfte. Selbstverständlich, Digga. Oh, ja, Digga, der Gem. Oh, herrlich, herrlich. Hombre 01 haben wir da. Oh, den müssen wir erstmal annehmen, Leute, bevor ich mein Freundeslisten-Special-Video anfangen kann. So, Hombre. So, mehr Glück heute. So. Also, fangen wir an, Leute. Morgen ist Soccertag. Morgen ist Soccertag, weiß ich noch gar nicht. Ich habe eigentlich nur Dienstag Zeit. Also, fangen wir einfach an mit meinen ganzen Leuten hier. Da ist noch der Montana, Black 88. Das sind die ganzen Leute, die kenne ich ja schon manche jahrelang. Jahrelang kenne ich manche. Manche tagelang. Manche sekundenlang. Es sind echt coole Leute dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind YouTuber dabei, Menschen, die keine YouTube-Kanal haben. Der Agent zum Beispiel, mein Vorbild, der Agent von Libanon Elite. Cooler Clan. Ja, Mann. Ich kann jetzt natürlich jetzt nicht alle erwähnen hier. PL765 Gauner, letzte Anmeldung vor 42 Stunden, Leute. Und kann natürlich auch nicht mit allen zocken. Geht nicht. Wenn jetzt 50 Leute bei mir online sind und alle spielen ein anderes Spiel, kann ich natürlich nicht jeden glücklich stellen. Aber das sind alles die Leute. Ich weiß jetzt, es gucken Leute zu, die haben keine PS3, sondern eine Xbox. Die denken sich, was bringt mir denn das? Was bringt mir das? Ja, Leute, lasst uns nochmal bitte ansprechen, was an der PS3 so gut ist. Erstens mal, die PlayStation 3 hat das PlayStation Home. Ich finde das so richtig nice, Digga. PS Home, Digga, da müsst ihr einfach mal drauf, Digga. Die PS3 hat auch Ding, wie heißt's? Blu-ray-Disc, genau, so heißt das Ding, Blu-ray-Disc. Und das ist natürlich gut, ich habe hier noch ein paar Spiele drauf, hier zum Beispiel Lego Pirates. Und immer wieder fragen mich die Leute, YouTube Gamescom, wie findest du Xbox? Da sage ich nur, siehe Kommentar, PL765 Gauner, Schrottbox. Ich habe nichts gegen die Xboxer. Die Xboxer sind richtig gute Chiller. Aber ich bin halt ein PS3er und ich sage halt, die Xbox ist eine Schrottbox. Und die Xboxer sagen, die PlayStation ist eine Schrottbox. Das ist menschlich, das ist zockerisch. So ist das. Wir sind Zocker, Leute, und das verbindet uns. Der Rest ist egal. So, ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Ciao. Und ich melde mich jetzt erstmal bei der junge Zocker an. Ciao.